Ist ja immer noch Corona, deswegen haben wir uns natürlich auch nicht wirklich von zu Hause weg bewegt, sitzen also quasi direkt ums Eck in unserer Heimatmarina am Bodensee Crespongorn. Und der einzige Unterschied ist, dass wir unser eigenes Boot, die kleine Bente, eingetauscht haben für ein paar Tage gegen eine Bavaria 36, auf der wir gerade sind, und da wollen damit Richtung Überlinger See fahren. Da kommen wir so nicht so richtig schnell hin oft mit unserem kleinen Boot und wollen da ein paar Tage einen kleinen Bodensee-Turn machen. Damit wir autark sind, haben wir das größere Boot, so mit Nasszellen und ganzen Zeug. Im Moment schifft es aber wie Sau, hat er heute tatsächlich am Bodensee mal 25 Knoten in Böen, so ganz ungewöhnlich, sodass wir heute noch hier sind, und ab morgen geht es dann aber los. Boot statt, klar. Erstmal, Bodensee ist ja die Variante, dass gar nichts eingeleitet werden kann, weil es ja auch einer der größten Trinkwasserspeicher Europas ist. Deswegen hat das Boot einen Grauwassertank und einen Fäkalientank, und den haben wir jetzt, wenn wir heute Nacht vielleicht ankern oder so, haben wir den jetzt abgepumpt, und jetzt führen wir natürlich noch Wasser nach. Gestern hat es einen kompletten Tag durchgeregnet, deswegen sind wir auch nicht gefahren. Das war tierisch viel Regen, und heute nieselt es nur noch, was uns ja dann nicht abhält, jetzt rauszufahren. Unsere Heimatmarina verlassen und haben jetzt achterlichen Wind, nicht so viel, vorher ging ein kleiner Regenscroll runter, als wir Tanks ausgepumpt haben, und fahren jetzt ziemlich achterlichen Wind Richtung Kursinsel Mainau. Da wollen wir in der Gühl, so heißt es, es gibt eine obere und eine untere Gühl, das ist so ein Naturschutzgebiet, an dessen Grenze man dann eben ankern kann. Da wollen wir mal hinfahren, uns das anschauen. Im Zweifelsfall ist ja das Turnziel eigentlich dieses Mal der Überlinger See. Ein ziemlich schlanker Abschnitt vom Bodensee, in dem wir so häufig nicht vorbeikommen, weil wir ja mit unserem eigenen Boot letzten Endes immer so ein bisschen vor der Haustür segeln, sodass wir das als großes, in Anführungszeichen, kleines Turnziel haben, der Überlinger See. Und jetzt fahren wir dorthin. Steigst du um aus dem Motorrad? Also, da wir ja beim Volvo Ocean Race teilnehmen, das haben wir jetzt ein kleiner, haben uns natürlich entsprechende Helme besorgt. Und man weiß ja nie, wie hart das Wetter am Bodensee wirklich wird. Nee, der Grund ist natürlich, dass wir einen Gebrauchtwarenladen eingekauft haben und eine 4 Jahre alte, etwas mehr windaushaltende Phantom 4 Drohne besorgt haben. Und da wir beide keinen Plan haben, wie man das Ding wirklich fängt, haben wir beschlossen, dass wir uns da ein bisschen sichern. Naja, also Plan habt ihr schon, aber ja. Wir haben es geübt, aber natürlich. Safety first. Thank you.
Also gerade fahren wir einen Amwindkurs, der bringt uns leider nicht direkt zu unserem Ziel und deswegen wollen wir jetzt reinkreuzen in den Überlinger See. Also wir sind jetzt Kussinsel Mainau und wenn man das anschaut, sind wir gerade hier im nördlichen Teil, fahren wir dran vorbei. Das ist die obere Gühl und die untere Gühl und wir fahren in diese untere Gühl jetzt rein, halten uns natürlich an die Grenze vom Naturschutzgebiet, fahren hier rein, ohne das Naturschutzgebiet zu tangieren. Hier wird es ein bisschen flacher, wir haben Tiefenbereich 1,5 bis 2, aber der Bodensee ist etwa 1,10 Meter über dem Konstanzer Normalpegel 2,50 Meter, also kann man dazu noch 1,10 Meter dazu zählen, werden uns dann hier nach Südwest verholen, so steht heute Nacht auch der Wind und stehen dann sicher vor dem Naturschutzgebiet in der schönen Bucht. Herbstessen. Das Ganze wo nochmal? Auf der Bavaria und wir sind kurz vor der Insel Mainau ankommen, ganz schön. Und jetzt haben wir alle Risiko gemacht. Thank you.
Und das ist der nächste Morgen nach einem wirklich herrlichen Ankerplatz mitten auf dem Bodensee, nördlich der Insel Mainau in der unteren Gül. Und über Nacht hat das Wetter wieder verschlechtert. Es hat heute Morgen schon ordentlich geregnet, hat uns nicht von kurz baden im See abgehalten. Ja gut. Rüber nach Unterrödingen, um Fäkalien abzupumpen, und Grauwasser ist ja am Bodensee so, dass das eben nur über Abpumpen geht, und fünf Leute, da muss man das täglich machen, und danach fahren wir unter Segeln den Überlinger See bis zu dessen Ende. Dessen Ende ist ein kleiner Naturhafen namens Im Löchle, und den wollen wir uns mal anschauen. Nach dem Anlegen in Unterulding sind wir dann auch los und haben uns das kleine Städtchen mal ein bisschen genauer angeschaut. Es ist heute schon so. Wir suchen den frische Kiosk. Da gibt es einen Automat, an dem gibt es anscheinend hier so von den Höfen und andere regionale Produkte, und da wollen wir uns gerne so ein bisschen eindecken. Ja, der muss irgendwo beim Fischladen sein. Hier ist ja unser Hafen, Fischereihafen, weltberühmtes Pfahlbaumuseum, und hier in Unterulingen selber bei B4 muss es dann sein, also es kann gar nicht so weit weg sein. Aber wir konnten es leider kein Ficky abpumpen. Ja, leider nicht genau, weil ausgerechnet den Hafen, den wir übrigens, wir hatten 22 Knoten, als wir diesen Hafen von Achterlich angelaufen haben. Das ist für Bodensee ganz nett, hat aber gut geklappt mit dem Anlegen, und dummerweise konnten wir hier das Grauwasser und den Ficky-Tank nicht abpumpen, weil er eben gerade heute nicht funktioniert. Sodass wir jetzt uns den Überlinger See weiter nach oben hangeln und versuchen, irgendwo einen Hafen zu finden, wo das geht. Aber wir nutzen natürlich das Anlegemanöver und schauen uns ein bisschen Unterulding an. Bei dem kleinen Laden, welcher den frische Kiosk betreibt, haben wir uns dann auch mit einem kleinen Mittagsversperr für die Weiterfahrt eingedeckt. Ja, das hat Spaß gemacht. Wir haben ein schönes Hafenmanöver gehabt vom Abpumpsteg. Wir hatten auflandigen Wind ganz ordentlich, und dann haben wir schön eingedampft, dass es heckfrei wird. Alle zusammen geholfen, und dann unter relativ viel Rückwärtsspeed haben wir uns dann rausgeschoben und haben dann gleich die Segel hochgezogen. Jetzt ist der Wind wie üblich am Bodensee immer zu weniger. Aber jetzt segeln wir so einen achterlichen Wind ganz gemütlich in Überlinger See rein. Hinter uns öffnet sich der Obersee mit der Bergwelt, und da drüben sind die doch ziemlich weltberühmten eigentlich Pfahlbauten von Unterrüdingen. Lohnt sich auf jeden Fall mal allein deswegen schon, das Segelboot hier auszuholen, daran entlang zu segeln. Sailing Sunday Schiedwetter. Es ist ziemlich dunstig, es regnet so ein bisschen, und der Simon fährt gerade Schmetterling ohne Spielbaum. Also wir haben nur so Pseudo ausgebaut, haben eine kleine Baumbremse installiert und haben jetzt aber ordentlich Speed. Wir haben 15 bis 15 Knoten Wind von Achterlich und haben da jetzt ein Bootspeed von, weiß nicht, 5,5 Knoten oder so. Aber vor allem ist es toll zum Lernen, dass man ganz stabil diesen Kurs halten muss, den Windkurs natürlich, um damit sauberen Schmetterling zu fahren. Es sieht gut aus, was er da gerade macht. Auch im nächsten Hafen wurden wir noch immer nicht fündig, und so sind wir dann weiter Richtung Ende Überlinger See gedümmelt.
nachdem wir jetzt durch den ganzen Überlinger See getingelt sind, von Hafen zu Hafen und einfach nicht fündig geworden sind bei einer Abpunktstation, jetzt auch hier am Ende in Ludwigshafen, was eigentlich ein größerer Stadthafen sein sollte, haben wir beschlossen, noch einmal ins Löchle zu fahren, um dort weiter zu überlegen. Okay, also jetzt sind wir wirklich am Ende des Sees, am nördlichsten Teil, der von uns aus besiegelbar ist. Und der Hafen heißt jetzt das Löchle oder im Löchle. Und da suchen wir jetzt uns einen Platz. Das ist ein ziemlich natürlicher Hafen mit eigentlich nichts außer einem kleinen Sanitär, aber ist bestimmt geschlossen. Und jetzt suchen wir uns Platz für Kaffee und Kuchen. Genau. Du wolltest ja schon immer mal hin, ne? Ja, genau. Ich wollte schon immer mal in den Hafen im Löchle, weil er wirklich am Ende des Sees liegt und man sieht es auch, dass es am Ende vom See ist. Wir haben nur ein relativ großes Boot für den Hafen wohl. Mal gucken. Und da vorne geht's rein. Als Hafen für die Nacht hatten wir uns Sipplingen ausgesucht, wo wir noch ein bisschen zurückfahren mussten, weil man dort dann auch abpumpen konnte. Somit sind wir dann aus dem Löchle unter Segeln abgelegt, was hier ausdrücklich erlaubt ist und auch gewollt ist, und dann wieder ein bisschen zurück in Überlinger See hochgefahren. Beim nächsten Mal geht's für uns dann von Sipplingen aus eine kleine Runde wandern. Zu den Wasserwerken, welche unser Trinkwasser produzieren. Dann geht's in Richtung Konstanz, wo wir einmal in die Nacht reinsegeln oder am Abend anfangen und dann langsam in die Nacht reinsegeln. Am Ende kommen wir dann wirklich in der kompletten Dunkelheit im BSB-Hafen von Konstanz an. Von Konstanz aus geht es dann einmal über den ganzen Bodensee, einmal quer durch nach Lindau, wo wir dann mit einem wirklich tollen Sonnenuntergang abends in den Stadthafen einlaufen und nochmal wirklich einen tollen letzten Abend haben.